Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Jäger? Gut. Wie man sieht, da unten ist ein Alien und da liegt irgendetwas rum. Und wir holen uns jetzt einfach mal dieses Zeugs. Was? Ich hab da was für dich. Hallo. Gut. Noch nicht. Uah, wir heben ab. Ich kann fliegen. Die könnten uns ja irgendwie hier runterholen oder so. Ey, den juckt es gar nicht, dass wir auf einmal so das Fliegen anfangen. Ey, so ein Ho, ey. Upp, was war denn das jetzt? So, jetzt lädt er. Desinfizieren nicht mal aktiv. Das ist das Ding, was wir von Moria bekommen haben. Dogmeat wartet außer vom Vault 101. Ich bezweifle, dass wir jetzt in nächster Zeit dahin gehen. Scheiß Bild, werd mal wieder scharf. Ich glaube, ich sehe da irgendetwas Hässliches. Ich möchte die da richtig sehen können, aber die... Man kann schon so leichte Gesichtszüge erkennen. Ah, jetzt kann man sie erkennen, diese Viecher. Die sehen ja nett aus. Dieses Gerät, da gefällt mir schon mal so gar nicht. Ganz und gar nicht. Ich glaube, das Ding hat sich jetzt in uns reingebohrt. Und jetzt sind wir wieder weg vom Fenster. Very fine. Hallo, alles in Ordnung? Geht es dir gut? Höchste Zeit, dass du zur Vernunft kommst. Ich habe schon fast geglaubt, dass sie dir das Gehirn verschmort haben oder so ähnlich. Du hast Kopfweh, nicht wahr? Keine Sorge, das wird schon wieder. Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber das wird wieder besser. Die scheinen ja wirklich Gefallen an dir gefunden zu haben. Ich durfte zumindest die Kleidung behalten. Aber dir haben sie offenbar alles ausgezogen. Wirklich alles? Das muss ein Albtraum sein. Wer bist du? Was machst du hier? Das kann nicht wahr sein. Ich meine, Aliens? Ich will hier raus. Zurück, bleib mir vom Leib. Ja, das kann nicht wahr sein. Ich meine, Aliens? Wahnsinn, nicht wahr? Ich dachte, ich hätte schon viel Scheiße gesehen draußen in der Wüste. Aber das hier schlägt alles. Gute Nachrichten sind eher dünn gesät hier. Wenn du Glück hast, lassen sie dich noch eine Weile in Ruhe. Wenn nicht... Naja. War nett, mit dir zu plaudern. Also, wie kommen wir hier raus? Wer bist du? Warum bist du mit mir in dieser Zelle? Ja. Du liegst völlig falsch. Du bist hier drin bei mir und nicht umgekehrt. Das ist mein kleines Eckchen Himmelreich und nicht deins. Ich denke, jetzt ist nicht die richtige Zeit für Witze. Hör zu, ich weiß nicht, wieso sie dich hier zu mir gesteckt haben. Vielleicht ein neues Experiment. Leider kann ich sie nicht fragen. Aber wo du schon mal gefragt hast, ich heiße Soma. Abgesehen davon musst du nicht viel mehr über mich wissen, wenn wir hier drin gefangen bleiben. Also, wie kommen wir hier raus? Ich bin schon ziemlich lange hier, habe aber noch keine Möglichkeit gefunden. Mist, hörst du das? Es fängt schon wieder an. Sofort wieder zurück an die Wand. Okay, an die Wand, an die Wand, an die Wand. Okay, ich möchte mal sehen, ob wir wirklich nackt sind. Nee, wir haben doch noch was an. Hoffen wir mal, dass hier nichts Schlimmes passiert. Fäuste raus. Naja, zumindest hatte es das Ding nicht auf uns abgesehen. Was ist denn hier vorbei gerast? Ich höre hier irgendeinen Kerl. Oh. Ich glaube, der ist gedisst. Vielleicht verstehst du jetzt, dass es eine gute Idee ist, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden? Was zum Teufel war dieses Ding? Wo bringen sie den Kerl hin? Also, wie komme ich hier raus? Ja, fragen Sie mal, was das für ein Ding ist. Was? Du hast noch nie gesehen, wie jemand von einer riesigen Klaue aus Metall gepackt und irgendwo hingeschleppt wurde? Ich weiß nicht, wohin sie ihn bringen. Und ich habe auch nicht vor, lange genug hier zu bleiben, um es herauszufinden. Wir müssen von hier verschwinden, und zwar sofort. Also, wie kommen wir hier raus? Ja, unternehmen wir etwas, um hier rauszukommen. Tja, einfach ist es nicht, hier rauszukommen. Ich habe gründlich nachgesehen. Ich konnte noch nicht mal rausfinden, wodurch die Tür blockiert wird. Ich finde,
Die haben uns einen Gefallen damit getan, uns hier zusammen reinzustecken. Das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen. Ich brauche keine Handlanger, okay? Ich will nur weg von dir. Vorteil, was ist ein Vorteil? Hast du einen Plan oder saugst du dir alles aus den Fingern? Ja, hast einen Plan. Naja, ein bisschen von beidem. Es hat immer schon funktioniert. Warum sollte ich es jetzt also anders machen? Na gut, wie lautet der Plan? Die wollen uns lebendig haben. Wer weiß wozu. Jedenfalls schreiten sie ein, sobald es so aussieht, als würde einer von uns den anderen töten. Wir machen Folgendes. Wir teilen ein paar Schläge aus und lassen es echt aussehen. Wenn sie dann kommen, um für Ruhe zu sorgen, greifen wir sie an. Das soll ein Witz sein. Was Besseres fällt dir nicht ein? Okay, wir kommen also aus der Zelle raus. Und was dann? Du glaubst wirklich, dass es funktionieren wird? Ja, okay. Keine Ahnung. Aber ein Anfang ist es allemal. Und sicher besser, als hier herumzuhocken und zu warten, bis sie wieder an uns herumdoktern wollen. Das ist doch bekloppt. Es muss einen anderen Weg hinausgeben. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Was, wenn du mich umbringen willst? Wenn ich dich also umlege, dann kommen die Wachen gelaufen. Okay, versuchen wir es. Okay, wir versuchen es einfach mal. Sehr schön. Braver Junge. Wir wollen es nicht übertreiben, okay? Es muss echt aussehen, aber wir wollen keine ernsthaften Verletzungen riskieren. Okay, los, schlag mich. Gut. Ich werde versuchen, dich nicht ganz so übel zuzurichten, okay? Okay, jetzt geht's endlich. Ja, klar, natürlich nicht, blutig oder so. Weil wenn man sieht, hier spritzt kein Blut. Au. Ja, au. Wie gesagt, es ist jetzt hier gar nicht so schlimm. Ist ja kein Blut, was hier rumspritzt oder irgendwie so. Ja, ich muss dich mit dir prügeln. Stirb. Kritischer Angriff. Los, richte sie hübsch zu. Okay, jetzt. Da sind sie. Aliens! Ah! Haut mich! Ja klar! Wir verrecken ja fast! Alter, geht's noch! Da stirbt man ja! Haben wir keine Simpacks oder so? Ich wäre jetzt den Simpacks sehr verbunden. Ja, wie halten die aus? Ich gehe mich mal irgendwo heilen, falls es die Möglichkeit dazu gibt. Wo kann man sich denn hier heilen? Ach, die schafft es bis dabei alleine. Ich geh mal kurz, schau mal durch diese Tür hier. Ich muss tatsächlich erst mit den Aliens prügeln. Auf den Kopf zielen! Auf den Kopf? Auf die Wasserköpfe! Gut. Ich mach die Kuh auch schon ganz gut alleine. Gut, ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie nicht dabei sterben. Weil die machen... Die gehen sowieso noch auf sie. Boah. Stirb. 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 Gut. Ja, eine Waffe, den nehmen wir natürlich, den Elektroschockstab. Mal sehen, was der uns bringt. Ja. Ach, halt's mal, Alien. Gut, wir haben uns jetzt einfach mal den Elektroschockstab hier von denen geschnappt. Reparieren unseren. Bis sie noch mehr hinter uns herschicken. Gut, wir sind fast tot. Wir stecken diesen Stab weg. Und wir schauen uns jetzt einfach mal um. Noch mehr Aliens. Hier geht's noch. Was ist das da? Das heilt uns. Das finde ich sozial. Das finde ich äußerst sozial. Aber wir speichern nochmal an dieser Stelle. Puh. Gut. Was ist denn das hier? Ah, Freilassungsmechanismus. Offizier der Enklave. Ah, eine Uniform. Jetzt haben wir auch was zum Anziehen und auch etwas, eine leichte Verteidigung, wenn es auch nur etwas ist. Wir schauen jetzt nochmal all diese Türen hier. Kann ja sein, dass irgendwas Sinnvolles, sage ich schon, was Gutes drin ist. Ich frage mich, wieso sie sich keinen Schockstab genommen hat. Hier ist so eine Kralle, die sollten wir besser meiden.
Hier scheint auch nichts drin zu sein. Da ist eine drin. Die werden... Ob die einfach nur passiv ist? Die ist passiv. Die können wir killen. Außerdem hat die eine Rüstung. Die hat eine Rüstung. Die möchte ich haben. Lalala. So, dafür haben wir auch wieder mieses Karma bekommen. Aber wir haben Ausrüstung bekommen. Und diese Ausrüstung, die wollen wir uns natürlich mal gleich anlegen. Die Uniform ist auf jeden Fall besser als die andere. So, wir schauen noch vorher dort hinten lang. Weil es kann... Weil ich habe da nämlich ein paar Knöpfe gesehen. Wieder solche. Und ich würde gerne wissen, was das hier welche sind. Steuerung. Gefangenenaufzeichnung 22 Notiz. Ah, die haben ja auch lauter Notizen. Das haben sie nett gemacht. Ah, hier ist noch eine. 14. Gut, gehen wir. Keine Ahnung, was jetzt noch ganz genau auf alles auf uns zukommt. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es irgendwie noch allzu kompliziert wird. Ja, was ist denn das? Gut, ich hoffe jetzt einfach mal... Keine Ahnung. Was ist denn das da? Schon wieder so eine... Alien-Gefangenen-Aufzeichnung. Noch so eine Gefangenen-Aufzeichnung. Gehen wir einfach mal hier hinten rein, weil hier ist nämlich gerade so eine offene Tür. Und offene Türen sind ja immer toll. Okay. Hallo? Hm? Ah! Fallen Sie Sally aus ihrer Verwahrungszelle. Ausschalten, um die Tür hier zu öffnen. Nein, echt? Naja, ich meine eigentlich nicht ausschalten, sondern in die Luft jagen. Wenn du die Kühlflüssigkeit abstellst, wird es heiß und explodiert. Sei also vorsichtig, klar? Okay. Steuerung aktivieren. Aktivieren Triebwerkkühlsystem. Gut, ich glaube, das ist dieses Kühlsystem, von dem die hier gerade gesprochen hat. Wie man sieht, wir machen Schaden. Gut, was müssen wir machen? Ich gehe weg. Das Ding sieht irgendwie krank aus, als ob das jetzt gleich rummachen will. Obwohl, nee. Wir können die Dinger, glaube ich, nehmen. Ah, die kann man reinstecken. Ich glaube, dadurch wird das Ding tatsächlich heiß. Ah, dann geht diese Kühlung da weg. Gehen wir mal weg, weil bevor das Ding hier richtig bumm macht, machen wir nochmal kurz einen Save. Und wir wissen, was passiert. Das Ding fängt schon irgendwie... Oh. So, was bist denn du für eine? Danke. Willst du entkommen? Willst du den Rest sehen? Ich habe hier schon sehr viel gesehen. Ich kann dir alles zeigen, wenn du willst. Gut, Kleine, du gehst voraus. Du wartest besser hier. Das ist hier für ein kleines Mädchen. Ich glaube, ich habe die Sache unter Kontrolle. Gut, Kleine, du gehst voraus. Cool. Okay. Warte hier einen Moment. Gut, an dieser Stelle werden wir jetzt auch den Part beenden. Das war jetzt der erste Teil von Let's Play. Der Fallout 3 Mothership Setter. Bis zum nächsten Mal.